Wieso verreckt der nicht? Ist der Ultra oder was? Ah! Ich mach dich alle! Boah, habt ihr das hier gesehen? Das war ein Schlag. Kanickel, Fangschlag, wie es im Buche steht. Dich begradigen wir auch erstmal hier. Hier sieht's auch. Echt, dass die Dorfbewohner sich nicht um ihr Dorf sorgen hier. Das sieht ja wieder aus hier, mein Gott. Ja. Sieht ja schlimm aus. Haben wir eigentlich hier noch was drin gelassen? Oh. Danke, 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 Freunde. Hier im Ofen ist natürlich nichts. Ich habe hier noch gar nicht genau geguckt. Ist hier noch irgendwas Cooles? Was mir Spaß machen könnte? Eigentlich nicht. Was mich auch so ein bisschen wundert, wo sind meine Dorfbewohner alle? Sind die alle schon tot? Hat's die erledigt? Toll. Bin ich ganz alleine hier. Egal, aus euren Buden baue ich mir schon was Schönes. Da bin ich mir doch fast sicher. So, so, da, 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 da. Haben wir noch 14. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Super, super, super. Super, super, super. Wo ist meine Vorratskiste? Verdammt, noch eins. Nehme ich dich. Baue ich dich aus Stein? Ein Schloss aus Sand. Ach. Eins, zwei. Da. Werden wir auch nicht so oft brauchen. Also brauchen wir es erstmal nicht vergolden wieder. Aber besser zu hier. Natürlich auch nicht, wo ich stehen geblieben bin, aber ich schätze jetzt einfach mal ganz grob, wie ich bin, ab. Ich hätte vielleicht mal hier anfangen sollen. Ha! Viel fehlt ja nicht mehr, aber haben wir nicht noch... Ich will Lehm haben, ey. Ist hier nicht noch so ein bisschen Lehm irgendwo in der Ecke? Hier irgendwo? Bisschen Lehm, ich brauche noch ein paar Wofür könnte ich die denn gebrauchen? Lehmziegel, das sieht natürlich auch cool aus, wenn man sich so ein Dach daraus kleistert, aber irgendwie sieht das schon sehr eigenwillig aus. Ich gehe mal hier gucken, ist noch hier irgendwo was, ich brauchen könnte. Nehmen ja eh wieder alles, was umsonst ist hier. Ist hier noch Kernlehm? Das hält doch nichts. Da hinten sind noch zwei. Auch Mangelware hier. Oh, die Sonne geht auch schon wieder unter. Ja, ist auch ein Tag-Nacht-Wechsel hier. Das ist ja natürlich wieder faszinierend. Gibt es ja gar nicht. Gar nicht gibt's das. Hier. Hier ist ja noch weniger als nichts. Oh, nichts mehr dabei. Egal, machen wir halt später. Was haben wir eigentlich hier wieder für eine Kuriositätenkiste? Ja, ist wieder auffällig. Aber die können wir eigentlich schon mal wieder mit Glas bepacken, obwohl da haben wir auch nicht mehr so viel von. 19 Ziegel. Ich bin natürlich auch erstmal dran, mir erstmal eine Treppe hier hochzubauen, aber ich weiß auch nicht, welche Seite. Wo fällt das denn am wenigsten auf? Ich würde natürlich gerne hier quer hoch. Mach die Katze fertig, mach die Katze fertig. Jawoll. Ich glaube, ich baue das einfach mal jetzt. Ich kann das ja mal gucken, ob das hier funktioniert. Dann baue ich mal hier. Habe ich nicht noch ein bisschen Erde? Baue ich dich einfach mal jetzt so hier, so ganz cool. Wenn das natürlich passt, wäre das natürlich richtig cool. Aber da ich mich kenne,
natürlich auch wieder eine Orientierung habe wie nix, könnte das natürlich auch wieder ein bisschen eng werden. Jetzt ruppen wir dich hier wieder raus. Ja, dachte ich mir, wie ich mich kenne, stecke ich natürlich wieder mitten im Dach jetzt. Oder komme ich hier rum? Nö, hier komme ich natürlich nicht rum. Ja, ist natürlich doof. Da könnte ich die natürlich noch einen rüber versetzen. Werde ich wohl machen müssen, anders passe ich ja nicht da oben mehr durch mit meinem fetten Arsch. Kommst damit. Und ich glaube, ich mache die einseitig, diese doppelseitige Treppe. Da wird man natürlich zu pimpig hier. Ja, wo habe ich denn jetzt angefangen? Oder könnte ich die nicht einfach... Ich könnte doch einfach... Aber einfach hochbauen ist natürlich auch doof. Ich könnte mich natürlich hier mal jetzt einfach mal so grob abschätzen. Da. Ja, mal gucken, ob ich doch vielleicht ein bisschen noch die Orientierung habe. Der hat gesessen, ne? So, jetzt geht... Ach, ist doch... Ja. Da komme ich mit meinem Brunstarsch nicht mehr hoch. Setzen wir dich hier und da hin. Dann setzen wir dich wieder gegenüber. Dich machen wir wieder weg hier. So, jetzt gehe ich hier hoch. Würde ich meine Slappisch. Da. Dann machen wir dich direkt wieder zu. Wenigstens einen kleinen Eingang nach oben. Bevor ich mich hier wieder Ewigkeit mit rumklamüser und Fraps wahrscheinlich gleich wieder abstürzt oder sowas. Bin mir gerade. Oh, ist ja schon wieder dunkel. Ey, hier sind aber auch Viecher, ey. Das glaubt mir kein Mensch, ey. Das ist ja. Ach. Geh doch da nicht raus, ey. Bin doch nicht verrückt. Wer weiß, was hier noch auf mich wartet draußen. Nee, nee, lass mal stecken. Was mache ich denn schon wieder hier? Ah, ist ja auch besser. Ist natürlich die Frage auch wieder beantwortet, womit ich aufnehme. Die meisten haben mich ja auch schon mal angeschrieben bei Twitter. Womit ich denn aufnehme? Also, aufnehmen tue ich mit Fraps. Ja, denk mir so, oh, kenne noch nicht viele Aufnahmeprogramme. Vielleicht habt ihr ja noch ein paar andere coole Ideen, womit das vielleicht noch ein bisschen besser läuft oder sowas. Aber ich kenne jetzt eigentlich nur Fraps. Wo ich sagen könnte, ich kenne mich da ein bisschen... Was mache ich denn hier schon wieder für eine Faxen? Wo ich mich vielleicht ein bisschen mit auskenne. Ich weiß nicht, lasst mal hören, womit ihr so eure LPs aufnehmt. Hm. Komme ich natürlich jetzt nicht hier hoch. Natürlich ein bisschen umstrukturieren. Zumindest nur ein bisschen. Ich weiß auch nicht, aber in letzter Zeit hat Fraps mir so ein bisschen die Lust genommen. Das läuft auch nicht. Also ich weiß, ich habe es jetzt zweimal gehabt, als nicht richtig gelaufen. Wer klopft? Eigentlich kaufe ich nichts. Wer ist da? Keiner? Was klopft denn erst, ihr Sicker? Könnte ich natürlich jetzt erstmal... Zack. Natürlich eine kleine Erhebung hier. Da können wir natürlich auch einmal so rum. Sieht das wenigstens ein bisschen symmetrisch aus. Wenn ich hier hochkomme. Da werde ich mir erstmal... Ich will doch, glaube ich, den Boden hier zumachen. Aber ich habe auch nicht mehr die D-Slaps hier. Der knurrt dann jetzt schon wieder hier durch die Gegend, ey. Ah. Egal, wir lassen uns nicht humpen. Ich hoffe, ihr kommt hier eh nicht hoch. Ist hier irgendwo was, was mich wieder... Hehe. Bevor ich hier wieder im Suff runterfalle. Voll paar Fackeln könnte ich ja auch nochmal dahin stellen. Sieht natürlich auch nicht schlecht aus, so einen kleinen Eingang hier. Hier, das... Ach, das machen wir das. Das machen wir mal weg, das sieht ein bisschen doof aus, finde ich. Also. Oh, klopft er jetzt wieder Ewigkeiten hier durch die Gegend oder was? Da ist er wohl, ey. Ist ja schlimmer als ein Versicherungsvertreter oder hier Zeugen Jehovas oder sowas. Ist ja auch immer so penetrant, wie die da abgehen. Ja, ja. Hier spawnt natürlich auch gleich bei meinem Glück irgendwie. Ja, und wie gesagt, hier mit Fraps nehme ich auf. Rendern mit Camtasia, was natürlich auch jedes Mal die Frage. Ich hatte es mal bei Battlefield 4 jetzt getestet.
Habe ich das extra runtergebaut, ja. Bin ja jetzt nicht so ein Einstellungstyp, muss auch dazu sagen. Ich habe jetzt, keine Ahnung, wie lange habe ich den Computer jetzt hier? Ich sag mal einen Monat, keine Ahnung wie lange, weiß ich gar nicht. Einen Monat habe ich den Computer, erst mein allererster Computer, wohl bemerkt. Ja, ihr werdet lachen, das ist wirklich, ich bin, also es sind ja auch Fragen aufgekommen, wie alt ich bin. Also ich bin jetzt, ich rede jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ja, ich bin 25 Jahre alt. Wer hätte es gedacht, Stimme wie ein 5-Jähriger. Aber ich habe noch nie in meinem Leben, wirklich noch nie, wirklich großen Computer gehabt, also Windows. Ich hatte vorher, hatte ich jahrelang einen Mac gehabt und so ein MacBook Pro und alles mögliche. Was hat er denn da unten verschwert? Der hält sie auf und hält. Und naja, egal. Hatte vorher, was hatte ich gehabt hier, so ein Netbook, weißt du, so ein Handtaschending. Aber auch nur, damit ich ab und zu mal so ein bisschen, sag schnell. Damit ich ab und zu mal so ein bisschen Videos gucken konnte, Musik hören. Und alles, das war es aber auch schon gewesen. Ah. Jetzt geh mal weg, Sabberköpfchen. Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Ja, ach, ist doch Katastrophe. Ja, konzentrieren, reden und hier kämpfen. Das ist natürlich alles hier. Jetzt komme ich natürlich gar nicht mehr weg. Das schreit natürlich auch vielleicht mal nach dem Gang runter, ist mir mal gerade vielleicht mal so eingefallen. Vielleicht könnte ich ja hier noch, habe ich noch ein paar Steinchen, habe ich natürlich auch nicht mehr. Obwohl doch, ja, ich teste mal ein bisschen. Und ich kenne mich auch jetzt nicht so mit Windows aus und hin und her und da die Programme und alles. Was für die LPs reicht natürlich, so hier das Aufnahmeprogramm und alles mögliche. Ey, das geht mir auf den Zeiger hier, warte. Ach, du Scheiße. Ich kann nicht schlafen, ja, das wundert mich aber jetzt. Wo ist mein Betty? Wo ist mein Betty? Geh bloß weg. Aus der Aktion komme ich natürlich auch nicht mehr lebend raus. Wenn ich jetzt von vorne gehe, ich könnte ich auch mal ein bisschen wegmachen. Ja, komm rein, ist schön hier drin. Ist hier wieder ein Spinnchen hier. Hehe. Ich freue mich schon darauf, wenn ihr gleich anfangt zu brennen. Es wird nämlich gerade schön hell draußen. Sieht das wohl gut aus mit den Ziegeln hier? Nee, das wird zu komisch, glaube ich. Muss ich wohl bei den alten Holzdingern bleiben. Die ich hoffentlich jetzt auch dabei habe. Ah, wenigstens ein paar. Ja, ja. Ist immer schwer zu reden bei den Geschrei hier draußen. Ich beachte euch gar nicht. Ich schick euch meinen Hass. Ja, jetzt brennt er alle. Jetzt brennt er alle, wa? Ja, außer die da. Ja, schön, dass euch alle hier gegenseitig den Weg versperren. Finde ich persönlich sehr gut von euch. Den Fort mit euch. Ich habe jetzt eine Rüstung. Ich habe keine Furcht mehr vor euch. Da ist ein Creeper. Den machen wir jetzt erstmal direkt wieder zu. Ja, ja. Ist natürlich auch sehr laut. Ich werde das mal runterschrauben, damit ihr vielleicht ein bisschen... So... So, jetzt kann man mich schon doch eindeutig besser verstehen. No. So. So. Das war's auch natürlich schon wieder. Ist hier ein Creeper oder sowas? Ich ungern hier meine... Ich glaube, der zerhaut mir die Bude, wenn ich ihn anfasse. Ah, testen wir das. Testen wir das. Ist hier irgendwo... Weg, 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 weg! Ist hier irgendwas Creeper-artiges? Ich glaube nicht. Ah,
Wo ist der Creeper? Und so ein Babykind? Nein! Was wollt ihr denn von mir? Oh Gott, zwei Creeper. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah! Ah! Ja, kommt ihr mal mit, ihr könnt mir hier direkt mal den Weg freisprengen. Creeper, sie machen den Weg frei, wa? Ja, was willst du von mir, du hässliches Kind, ey? So, wo sind die Creeper? Wo sind die Creeper? Ich bin auf alles vorbereitet, außer auf euch. Weg, weg, weg! Ah! Weg! Ah! Haha! Oh, da waren noch zwei. Ja, also also wenn ihr ein paar Tipps habt hier von wegen, was ihr benutzt zum Rendern von euren Videos oder vielleicht sogar zum Aufnehmen oder vielleicht sogar beides, knallt mal rein, was ihr dazu zu hören habt, weil ich habe jetzt auch ein neues Projekt, weißt du, ich will Outlast machen, ich will Battlefield 4 machen, ich will Call of Duty machen, ich will so vieles machen. Aber das wirkt natürlich auch nur cool, wenn ich das in in Full HD machen kann. Ja. Weil sonst sieht das ja ziemlich scheiße aus, wenn man das mal auf Hochdeutsch ausdrückt. Und das ist ja auch Mist, irgendwie. Ich meine, momentan hier Minecraft auf HD, das sieht ganz okay aus. Also man, ich sag mal, Minecraft ist auch nicht gerade wirklich für seine Grafik bekannt. Aber müsste mal gucken. Lass mal was hören, womit ihr rendert, aufnehmen, falls ihr gar nicht Let's Play. Fangt einfach mal an. Richtig cool. Ey, was ist das für kaputte Leute hier, ey? Das ist ja. Mal ein bisschen hinter mir gucken. Gott, oh Gott, oh Gott. Ihr flabbert auch hier alle rum. Klack, klack, klack. Einer am anderen geht das hier. Ah. Weil ich habe jetzt auch nicht die Ahnung. Vielleicht mache ich kleines Trottelchen auch irgendwas falsch. Ich weiß es nicht. Ich kann es wirklich nicht sagen. Aber der Ogre, der nervt. Kannst du rumogern, bis du gelb im Gesicht wirst. Geh weg. Ach, der Ober lässt Obsidian fallen? Oder habe ich das gerade falsch gesehen? Tatsache. Na, das ist ja cool. Das finde ich ja wieder cool, dass der Ogre hier Obsidian abspackt. Ich habe doch gerade Schleimbälle hier gehabt.